Hallo, hier ist Silvana von der Bergischen Stempelhütte. Heute habe ich ein ganz kurzes Video für euch. Und zwar habe ich in den letzten Tagen und in den letzten 2 Wochen öfter mal bei Facebook, in den Gruppen und auch an anderen Stellen gelesen, dass die Frage aufkam, wie diese Kerzen gemacht werden mit dem Stempelmotiv drauf. Und es gibt da schon ein paar, ein, zwei, drei Videos bei YouTube. Aber da scheinbar ja einige noch nicht genau wüssten, wie es funktioniert, habe ich gedacht, ich drehe da nochmal schnell ein Video drüber, um euch das zu zeigen. Ich werde das auch nicht groß dekorieren heute. Es geht mir nur darum, euch mal kurz zu zeigen, wie man dieses Stempelmotiv auf die Kerze bekommt. Ja, und zwar nehme ich da eine weiße Kerze. Also die Kerze sollte so hell wie möglich sein, da wir auf weißer Serviette stempeln. Jetzt sehe ich gerade, meine Unterlage liegt irgendwie verkehrt rum. So. Also muss ja alles seine Ordnung haben. Also auf weißer Serviette, die Kerze sollte ganz hell sein. Und zwar habe ich mich hier für so eine Rustikkerze entschieden. Die hat so ein bisschen Struktur und da funktioniert das besser mit als mit so einer ganz glatten Kerze. Also am besten so eine Rustikkerze nehmen. Ihr braucht ja nicht so eine kleine, wie ich hier habe. Die gibt es ja in verschiedenen Höhen. So, dann zeige ich euch mal schnell, wie es funktioniert. Ihr nehmt eine ganz normale weiße Serviette. Das sind diese ganz günstigen aus dem Supermarkt. Und ich habe jetzt hier das Stempelset Herbstanfang und möchte gerne die Sonnenblume auf die Kerze bringen. Ach so, ich habe es ja schon rausgenommen. Was ist das? So, dafür stempel ich das genau wie aus Papier in 2 Schritten. Und zwar erstmal in Osterglocke. Die Osterglocke? Nein, Currygelb. Die große Sonnenblume. Kissen ist schon so ein bisschen trocken. Es muss nachgefüllt werden. Natürlich auf den glatten Teil der Serviette. Hier am Rand ist ja meistens so eine Prägung. Da darf es natürlich nicht drauf. Also auf den glatten Teil. Und dann die kleine stempel ich in Kürbisgelb. Kann ich ja in etwa gucken, dass das übereinander passt. Durch diesen Ring in der Mitte, der hat dann etwa die gleiche Form. Und dann kommt noch der Blütenstempel und den stempel ich in Wildleder. Da kann ich auch in etwa gucken, dass das so passt. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Das Problem ist, dass ich jetzt von oben nicht so gut drauf gucken kann. Ich stempel aber einfach noch mal ein bisschen versetzt. So geht's doch. So, und jetzt müssen wir uns das ausschneiden. Und ich schneide mir das erstmal grob aus. Und je näher ihr euch das jetzt an den Konturen entlang ausschneidet, desto weniger sieht man hinterher von der Serviette auf der fertigen Kerze. Also ihr müsst es nicht ganz exakt ausschneiden. Das wäre auch nicht schön, weil man dann vielleicht zu viel wegschneidet und dann sieht es nicht mehr natürlich aus. Aber doch schon relativ nah an den Konturen entlang. Wir brauchen gleich nur den oberen Teil der Serviette, also nur die oberste Schicht. Trotzdem lasse ich beim Schneiden die 3 Schichten noch zusammen, weil ich finde, dann geht es ein bisschen einfacher. So, das schneide ich jetzt mal eben aus. Es dauert ein Momentchen und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt habe ich das ausgeschnitten komplett. Wie ihr seht, bin ich nicht ganz bis an die Kontur rangegangen. Das wäre bei diesem Motiv sowieso schwierig, weil das so ein Aquarell-Watercolor-Effekt hat. Und jetzt habe ich mir schon die erste oberste Schicht abgenommen. Das ist ganz, ganz dünn. Da müsst ihr nur aufpassen, dass es nicht zerreißt. Jetzt nehme ich mir meine Kerze und lege das da drauf, wo ich es gerne hätte. Und dann drücke ich das flach an.
guckt euch es wirklich ziemlich flach an, drücke. Das ist hinterher wichtig, wenn Luft drunter ist, dann sieht man das am Ende. Und jetzt nehme ich mir ein Stückchen Backpapier und lege das über mein Motiv. Drücke es nochmal gut an und führe es hinten zusammen und packe es. So, und dann halte ich das so richtig, richtig stramm fest, damit es mir nicht mehr verrutschen kann. Dann nehme ich mir meinen Heißluftföhn und halte das aufs Motiv. Und das dauert einen Moment. Und dann werdet ihr irgendwann sehen, dass die Konturen verschwimmen. Und so eine kleine Wachsschicht darunter vortritt. Also das kommt durchs Papier durch. Es darf nicht zu lang drauf gehalten werden. Aber wenn ihr seht, dass alle Konturen verschwommen sind, dass man die nicht mehr deutlich erkennen kann, dann müsste es auch in Ordnung sein. So, mal nachschauen. Ja. So, jetzt ist das Motiv mit der Kerze komplett verschmolzen. Man sieht nichts mehr, man sieht von der Serviette gar nichts mehr. Es sieht aus, als wenn es direkt auf die Kerze gedruckt wäre. Ich weiß nicht, ob das mit einem normalen Föhn auch funktioniert. Mit dem Heißluftföhn wird es natürlich sehr viel schneller, sehr viel heißer. Müsste man ausprobieren. Ich habe es noch nicht versucht. Ja, das war's eigentlich. Ihr könnt euch damit natürlich jedes Motiv zu jeder Tischdeko auf die Kerze machen. Das finde ich sehr schön, wenn da alles zusammenpasst. Und natürlich könnt ihr das auch weiter dekorieren. Ich habe es hier zum Beispiel mit einem Leinenfaden noch dekoriert. Und ja, das sind noch so zwei Tannenzapfen aus dem letzten Jahr. Und ja, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Ich finde es immer einfacher, es im Video zu sehen, als bei irgendeiner Anleitung. Und dann sage ich euch noch ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Video. Tschüss! Was ich euch noch eben zeigen wollte, und zwar habe ich das Motiv jetzt nochmal gestempelt und habe das jetzt auf so eine LED-Kerze gebrannt bzw. geschmolzen, weil die haben ja auch immer so ein Stück Wachs drumherum. Und ich habe gedacht, ich probiere das einfach mal aus und es hat sehr gut funktioniert. Auch hier sieht man nicht mehr, dass es mal auf einer Serviette war. Und vor allen Dingen die Leuchten, es ist natürlich sehr hell hier, man sieht nicht viel, aber das leuchtet ja auch von, diese Kerzen leuchten ja auch von innen immer so ein bisschen. Und da kommt das Motiv noch schöner zum Vorschein. Ihr könnt euch da natürlich jetzt noch mehr drauf machen, noch mehr von den Blumen oder andere Motive. Man kann die ganze Kerze damit dekorieren oder halt auch noch ein Band oder sowas drumherum machen. Das muss man dann ja auch nicht mehr abmachen, wenn man sie anzündet. Ja, hat sehr gut funktioniert, finde ich super. Wollte ich euch nicht vorenthalten, jetzt bin ich aber weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.